Hallo, sehr verehrte Hörspielfreunde und herzlich willkommen hier im Fragezeichen-Kanal. Mein Name ist Felix und ich freue mich außerordentlich, dass Sie hier heute Abend den Weg zu mir gefunden haben. Kommen wir heute also zum ersten Einzelreview und was wäre naheliegender als dafür mit Folge 80 Geheimakte UFO anzufangen, beziehungsweise Geheimsache UFO und damit die einzige Geschichte, bei der die Buchvorlage und die Hörspielumsetzung unterschiedliche Titel haben. Was wohl daran gelegen haben könnte, dass dem Buchverleger die Anspielung auf die Serie Akte X dann doch zu offensichtlich war. Mit Anspielungen haben wir aber auch schon ein sehr wichtiges Thema bei dieser Episode angesprochen, auf das ich später gerne noch einmal zurückkommen möchte. Ich war etwa 10 Jahre alt und stand vor dem Hörspielregal im Spielzeugladen und überlegte mir, zu welcher 3-Fragezeichen-Folge ich denn nun greifen sollte. Ich glaube, die Auswahl fiel mir selten so leicht wie an diesem Tag, an dem ich mich für Geheimakte UFO entschied. Was mich so schnell überzeugte, war das Cover, genauer gesagt die Stimmung, die mir diese Illustration vermittelte. Es war 1998. Wohl jeder hatte noch die Bilder vom Kometen Halley Bob vor Augen, der in den frühen Abendstunden am Nachthimmel alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Im Fernsehen lief eine Sendung über Außerirdische und Übernatürliches mit dem Titel Akte X. Und ich befand mich gerade in einem Alter, in dem ich noch nicht abschließend abschätzen konnte, ob nicht vielleicht wirklich ab und zu Aliens hier auf der Erde landen. Unter diesen ganzen Einflüssen strahlte das Cover dieses 3-Fragezeichen-Abenteuers auf mich eine ungeheure Anziehungskraft aus. Das weiße UFO, die Aliens im Vordergrund, aber auch nicht zu unterschätzen der Hintergrund mit der untergehenden Sonne am Abendhimmel. Ähnlich wie im Intro von Akte X und wie man es selbst von den Beobachtungen des Nachthimmels bei dem Kometen Halley Bob kannte. So legte ich Geheimakte UFO voller Vorfreude in meinen Kassettenrekorder und wurde nicht enttäuscht. Der Anfang, in dem Peter und Bob ebenfalls einen Kometen beobachten, traf genau den Nerv und so saß ich gebannt vor dem Abspielgerät wie vor einem Film und saugte die Episode auf wie ein Schwamm. Ohne Spaß, ich könnte mich jetzt hier mit verbundenen Augen vor die Kamera setzen und fast das gesamte Skript runterrasseln. Es war damals meine absolute Lieblingsfolge, eben wegen dieses damaligen Zeitgeists und der Stimmung, die diese Folge bei mir auslöste. Heute betrachte ich das Ganze deutlich nüchterner, aber dazu mehr in diesem Review, die 3 Fragezeichen Geheimakte UFO. Zunächst ein paar Infos. Die Buchvorlage stammt von dem Autor André Marx, was Geheimakte UFO zur 4. Hörspielumsetzung von ihm macht. Das Hörspiel selbst erschien 1998 auf Kassette und CD. Unsere 3 Hauptsprecher waren zu der Zeit der Aufnahme etwa 32 bis 34 Jahre alt. Der Erzähler ist Matthias Fuchs. Die Playtime liegt bei 59 Minuten und hat damit eine ziemlich durchschnittliche Länge für die Folgen jener Zeit. Kommen wir erstmal zum Handlungsstrang. Peter und Bob haben sich auf die Fahrräder geschwungen, sind ein Stück aus der Stadt rausgefahren, um einen guten Blick und gute Fotos von dem Kometen Chandra 7 zu machen, der zur gegebenen Zeit am Nachthimmel erstrahlt. Dabei bemerken die beiden Detektive, dass sich noch ein weiteres leuchtendes Objekt am Horizont auftut, bei dem die genaue Art nicht definiert werden kann. Die beiden haben es also mit einem unbekannten Flugobjekt, einem UFO, zu tun. Die anschließenden Nachforschungen bringen wenig Aufschluss und so machen sich die Detektive am nächsten Tag zu dritt mit einem anfangs noch sehr skeptischen Justus Jonas auf, das Gebiet bei Tageslicht zu erforschen. Dabei stoßen sie in der Nähe einer Orangenplantage auf eine ungewöhnliche Stelle im Gras, die einer möglichen fliegenden Untertasse als Start- und Landeplatz gedient haben könnte. Durch den eigentümlichen Plantagenbesitzer, der die 3 daraufhin mit einem Gewehr vertreibt, schwindet das Desinteresse von Justus Jonas bereits ein bisschen und so ist er es, der den Impuls gibt, den Ort am Abend ein weiteres Mal aufzusuchen. Haben wir einen guten Grund, noch einmal zur Orangenplantage zurückzukehren. Aber nach kurzer Zeit bereits tut sich noch etwas viel Interessanteres auf. Das UFO erstrahlt wieder am Nachthimmel, was die 3 natürlich in helle Aufregung versetzt. Dabei taucht jedoch auch ein schwarzer Mercedes auf und wieder werden die 3 Fragezeichen mit einer Waffe vertrieben. Diesmal wird sogar auf sie geschossen. Von da an ist den 3 klar, dass sie es mit einem neuen Fall zu tun haben und so suchen sie im damals noch recht jungen Internet nach weiteren Personen, die das unbekannte Flugobjekt ebenfalls gesehen haben. Von einer gewissen Cosma. Bei ihrer Recherche stoßen sie dabei auf die selbsternannte Ufologin Cosma, die von diesen UFO-Sichtungen über eine Kontaktperson erfahren hat. Eine Kontaktperson, die selbst jedoch anonym bleiben möchte.
Des Weiteren klärt Cosma die Jungs darüber auf, dass es sich bei dem schießwütigen Herrn im Mercedes um einen sogenannten Mann in Schwarz gehandelt haben könnte, die systematisch UFO-Sichtungen vertuschen. Niemand weiß, wer sie sind und woher sie kommen. Schon am nächsten Tag erhalten die drei Fragezeichen Post von einem unbekannten Absender. Eine Videokassette, die nicht nur die Orangenplantage und das UFO, sondern eindeutig außerirdische Wesen zeigt. Das waren außerirdische. Während die drei daraufhin aufgeregt darüber nachdenken, wie und ob sie in diesem Fall überhaupt weiterverfahren sollen, dauert es nicht lange, bis ihnen die Kassette bei einem Einbruch wieder gestohlen wird, was der Stimmung natürlich noch einmal zusätzliche Brisanz verleiht. Sind uns die Männer in Schwarz auf den Fersen. Sie wissen von uns und der Zentrale. Entsetzt von diesem Diebstahl lüftet Cosma nun das Geheimnis um ihre Kontaktperson, bei dem es sich um die Tochter des Plantagenbesitzers handelt. Nun scheinen die Fäden langsam zusammenzulaufen und so finden sich die drei Fragezeichen mit Cosma beim Haus des Mannes ein, um ihn zur Rede zu stellen. Nach anfänglichen Abweisungsversuchen gewährt er ihnen schließlich Einlass, wobei die Konversation schnell durch einen erneutes Auftreten des UFOs und eines Mannes in Schwarz unterbrochen wird. Es landet. Dieser gibt zu, dass seine Organisation mit den Außerirdischen zusammenarbeitet und es in der Tat ihre Aufgabe ist, Beweise für ihre Existenz verschwinden zu lassen. Der schwarze Mann! Weg hier! Hände hoch! Und an spätestens dieser Stelle schaut man auf die Playtime und merkt, naja, da kann ja jetzt nicht mehr viel kommen. Es wurde fast eine Stunde lang Spannung aufgebaut, aber das Ende steht ja schon unmittelbar bevor. Und so deckt Justus Jonas auf, dass es sich dabei um einen Schwindel handeln muss. Dass das Alien-Video gefälscht sein musste, Cosma mit eingeweiht war und der Mann in Schwarz ein Buchautor ist, ja, Wladimir Contreras, den wir ja schon aus Folge 33 und die bedrohte Ranch kennen. Dieser räumt nach Justus' Anschuldigungen schlussendlich ein, dass all diese Inszenierungen der Vermarktung eines Buches dienen sollten. So viel zur Story. Wollen wir das nun erstmal etwas genauer analysieren? Der Anfang ist für eine UFO-Geschichte sehr passend gewählt. Denn wer hat nicht schon mal beim Blick in den Sternenhimmel sich Gedanken über außerirdisches Leben gemacht? Außerdem konnte sich wohl auch jeder gut in die Lage von Bob und Peter versetzen, der selbst im Jahre 1997 den Kometen Halley-Bob beobachten konnte. Wieder mal sind es Peter und Bob, die hier zusammen die Vorlage für einen neuen Fall bieten. Die Skepsis, die Justus den beiden entgegenbringt, ist dabei schon ungewöhnlich deutlich. Vor allem, wie Bob und Peter den ersten Detektiv für seine Haltung kritisieren, wirkt zwischen den drei so sonst guten Freunden stellenweise etwas befremdlich. So wird Justus nachgeäfft, ihm wird vorgeworfen, neidisch zu sein und vor allem werden dabei zwei Anschuldigungen jeweils dreimal wiederholt. Obwohl ich die Folge damals so geliebt habe, ist mir das von vornherein negativ aufgestoßen. Einerseits das... Du warst eben nicht dabei. Genau. Weil du gestern Nacht nicht mit dabei warst. Ja, du bist nämlich nur neidisch. Oh, verstehe. Du wolltest es bloß nicht zugeben, weil es dich geärgert hat, dass du selbst nicht dabei warst, richtig? Und andererseits dieses... Sag mal, du sagst ja gar nichts, Just. Nun, Just, was ist? Du sagst ja gar nichts. Justus, was ist mit dir, Just? Du sagst ja gar nichts. Einen interessanten Punkt stellt die Recherche im Internet dar. Ich bin mir sicher, für heutige gute Detektivarbeit ist das Internet als Ganzes unabdingbar. Allein schon für Spionagegeräte, die per Funk mit dem Netz verbunden sein müssen, um Daten zu übermitteln. Daher ist es ganz witzig, wie skeptisch das Netz von Peter Shaw von vornherein aufgenommen wird und später damit abgetan wird, dass es nicht das Richtige für die drei Detektive sei. Hier behauptet jemand Nacht für Nacht mit ein paar Aliens quer durchs All zu fliegen. Das macht die Folge zum einen zwar alles andere als zeitlos, ist aber auf der anderen Seite auch durchaus interessant. Und wenn ich da jetzt an die 90er Jahre zurückdenke, erinnere ich mich auch an einige Personen, die sich damals damit brüsteten, sowas wie das Internet nicht zu brauchen. Und trotzdem, ja, findet man sie heute auf Facebook und Co. wieder. Sehr gut gefallen hat mir die Szene nach dem Treffen mit Cosma. Die drei Detektive sitzen in einer Eisdiele an der Küste von Santa Monica, kurz nach Sonnenuntergang, während der Komet am Nachthimmel leuchtet. Der erste Detektiv blickt aufs Meer hinaus und philosophiert über außerirdisches Leben. Diese Szene lässt mich an das Cover denken, welches mir so gut gefallen hat und ich finde, man kann die Stimmung auch sehr gut nachempfinden. Stichwort Grusel.
Ist dieses Hörspiel jetzt gruselig? Sicher, es kommen keine Geister vor und auch nicht das, was man typischerweise so unter Grusel versteht. Dennoch, die Szenen, in denen das UFO auftaucht, wie auch die, in der die drei das Videoband anschauen, ja, die sind schon allemal schauerlich. Und so werden die meisten Gruselfreunde hier doch schon auf ihre Kosten kommen. Spannung kommt in Geheimakte UFO auch nicht zu kurz. Am besten konnte ich mich in die Situation hineinfühlen, in der das UFO das zweite Mal auftaucht und Bob verzweifelt versucht, die Kamera einsatzbereit zu machen. Verdammte Scheiße, der Film ist voll! Das darf doch nicht wahr sein. Das lässt sich nicht mehr aufziehen hier. Dann wird auf die drei Fragezeichen geschossen. Sie flüchten, Peter wird völlig hysterisch, als die Videokassette gestohlen wird und zum Ende hin taucht das UFO ein drittes Mal auf, was alle Beteiligten in helle Aufregung versetzt. Thema Logik. Die Grundidee der Geschichte halte ich für absolut plausibel. Dass ein ehemaliger Buchautor mit einem Medienspektakel die Verkaufszahlen seines neuen Buches anheizen will, ist nicht allzu abwegig. Schließlich liegen seine letzten Erfolge schon längere Zeit zurück und offenbar hat er einen eigenen Verlag, der finanziert werden muss. So entschied er sich zu diesem moralisch zwar fragwürdigen, aber durchaus legitimen Schritt. Ich erinnere mich dabei an den TV-Kanal Pro7, bei dem der Sender in einer falschen Nachrichtensendung von einem außergewöhnlichen Neugeborenen berichtete, mit ziemlich verstörenden Bildern. Auch dies diente am Ende nur dazu, eine neue Sendung im Abendprogramm zu promoten. Das Videoband mit den Aliens, was die drei zu sehen bekommen, wird auch nach mehrmaligem Betrachten als scheinbar echt bewertet. Naja, eigentlich sollte eine solche amateurhafte Fälschung dem kritischen Beobachter auffallen. Aber gut, schieben wir das mal auf die vergleichsweise schlechte Qualität der damaligen Kameras und Röhrenfernseher. Was mich damals auch gestört hat, ist im ganz Allgemeinen die Idee der Männer in Schwarz. Wortwörtlich übersetzt also Man in Black. Verdammt nochmal, der Film Man in Black ist von 1997, war zu der Zeit des Hörspiels also noch brandaktuell. Und die Aufgabe dieses Geheimbundes ist ja nun mal auch genau dieselbe. Okay, schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Eine Google-Suche zu Man in Black bietet auf den ersten Seiten zunächst erstmal nur Infos zu dem bekannten Film um Will Smith. Jedoch haben sich auch die Macher des Films die Grundidee der Man in Black nicht jetzt selber ausgedacht. Tatsächlich wurde einfach nur der Mythos um eine solche Geheimorganisation aufgegriffen und genauso hat es dann wohl auch André Marx getan. Nur ist dies wohl einer der denkbar ungünstigsten Zeitpunkte gewesen, nachdem der Film eine solche Popularität erhielt und dieser Mythos eben hierzulande auch nur wenigen bekannt war. Ja, ich glaube eher, das war so ein amerikanisches Ding. So denken wohl viele Zuhörer des Hörspiels an eine einfallslose Abkupferung aus dem Film. Mich damals eingeschlossen. Und wo wir gerade dabei sind, kommen wir jetzt auf die Anspielungen zu sprechen. Neben den Männern in Schwarz ist auch der Komet Chandra 7 eine Anspielung auf den Kometen Halley-Bob. Denn zu einem Kometen Chandra 7 in den späten 90er Jahren habe ich nichts finden können. Offenbar ist er also reine Fiktion. Dann haben wir, wie bereits erwähnt, den Titel, der dem Kosmos Verlag, also dem Buchverleger, offenbar schon zu nah an der Serie Akte X gewesen ist. Dann der Spruch von Justus, irgendetwas ist da draußen. Doch irgendetwas ist da draußen. Ja, auch das erinnert mich stark an den typischen Akte X-Satz, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Dann klärt die Ufologin Cosma die Jungs über die erste, zweite und dritte Art, also die verschiedenen Stufen des Kontakts zu Außerirdischen auf. Auch hier muss ich unweigerlich an den Film von 1977 denken, die unheimliche Begegnung der dritten Art. Die ganze Folge selbst stellt auch schon wiederum eine Anspielung auf die 1983 erschienene Folge 33 und die bedrohte Ranch dar. Und natürlich nicht zu vergessen, die beste Anspielung von allen, Justus erwähnt die Webpräsenz der drei Fragezeichen, indem er auf Fanclubs von Jugendbuchserien verweist. Wie schon erwähnt, kommt die Auflösung zum Schluss für meinen Geschmack dann doch ziemlich abrupt. Eben noch erzählt der schwarze Mann von seinen geheimen Plänen und nahtlos darin übergehend kommt die große Demaskierung von Justus Jonas. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist ja schön, dass die Katze erst ganz zum Schluss aus dem Sack gelassen wurde. Bei Folge 33 und die bedrohte Ranch fand ich es nämlich schade, dass dort schon gegen Mitte der Folge klar war, dass alles nur ein Schwindel ist. Dennoch, Justus Jonas war eben gerade noch voll auf Alien-Kurs und von einer auf die anderen Sekunde, ja, werden ihm alle Zusammenhänge klar und er hält seinen üblichen Abschlussmonolog, während Peter und Bob
mal wieder gar nichts verstehen. Es wirkt fast so, als hätte man nicht so ganz auf die Zeit geachtet und so wäre dann die Auflösung noch im Schnelldurchlauf runtergerasselt worden. Damit hat das Ende auch ein bisschen was von dem Film Contact. Da wartet man den ganzen Film hindurch auf die Außerirdischen und am Ende war es ihr Scheißvater. Im Buch übrigens kommen Justus schon eher Zweifel an der Glaubwürdigkeit und so statten die drei Roger Carpenter einen Besuch ab, um ihn mit den Vorwürfen einer inszenierten Geschichte zu konfrontieren. Außerdem wirkt Justus Jonas am Ende wie ein ziemlicher Spielverderber. Cosma hat schon recht, denn diese ganze UFO-Inszenierung ist natürlich kein Verbrechen. Dass Justus als Verfechter der Wahrheit das Ganze nicht gutheißen kann, ist ja noch durchaus nachvollziehbar. Jedoch wirkt sein Satz, für mich ist es ein Verbrechen, naja, eben doch etwas spielverderberisch. Für mich ist es ein Verbrechen. Das ist Betrug. Und da machen wir nicht mit. Was mir wiederum gut gefallen hat, ist die Situation, dass sich Bob Andrews und nicht etwa Justus an einer Stelle als Realist outet, der es durch die riesigen Entfernungen im Weltall für unrealistisch hält, dass wirklich ein außerirdisches Raumschiff auf der Erde gelandet sein soll. Der erste Detektiv verweist daraufhin auf die Errungenschaften der Menschheit und die Dinge, die heute alltäglich sind und früher für unmöglich gehalten worden sind. So, dass vielleicht auch die Lichtgeschwindigkeit irgendwann überwunden werden kann und damit interstellare Reisen machbar wären. Aber erinnern wir uns an Justus' Aussage aus Folge 33 und die bedrohte Ranch. Eine außerirdische Superrasse, die uns retten wird, wenn eine große Katastrophe unseren Planeten überrollt. Vielleicht bricht die Katastrophe herein, wenn wir auf der Ranch sind und wir werden gerettet. Vielleicht rührt dieser Optimismus von Justus Jonas daher, dass er schon in jungen Jahren das Buch von Wladimir Contreras gelesen hat. Dieses Buch, Sie sind an unserer Seite. Justus ist bekanntermaßen sehr belesen, jedoch hätte ich geschätzt, dass sein Interesse hauptsächlich Sachbüchern und klassischen Romanen gilt. Aber offenbar scheint er diesem fiktionalen Werk doch zumindest etwas Glauben zu schenken. Womöglich gibt es ja eine gewisse Sehnsucht des ersten Detektivs nach außerirdischen Besuchern. Charaktere und Sprecher. In Geheimakte UFO gibt es neben den vier Stammsprechern nur noch drei weitere Sprecher zu hören. Cosma, Roger Carpenter und der schwarze Mann alias Wladimir Contreras. So eine überschaubare Besetzung ist dann doch relativ selten und aus dem Stegreif fällt mir auch nur eine Episode ein, die das Ganze noch weiter unterboten hat. Da hätten wir zunächst den Modellbauspezialisten und Plantagenbesitzer Roger Carpenter. Er scheint eine recht, ja, bedauernswerte Persönlichkeit zu sein, da seine Plantage nicht mehr wirtschaftlich ist und er sich deshalb entschloss, bei dem UFO-Fake mitzumachen. Im Buch bedauert Justus Jonas sogar etwas, ihm mit dem Aufdecken des Schwindels seine Lebensgrundlage zu nehmen. Denn das ganze Tal sollte, so geplant, als Pilgerstätte für UFO-Anhänger werden, von dem Carpenter sicher profitiert hätte. Gesprochen wird er von Ingmar Frenzen, der seinen Job durchaus gut macht und vor allem eine passende Stimme für die Rolle hat. Gerade die Szene, in der er die Jungs von seiner Plantage vertreibt und brüllt, klingt doch sehr authentisch. Was habt ihr hier zu suchen? Verschwindet von meinem Grundstück! Verschwindet! Haut ab! Haut ab! Du stehst auf meinem Grundstück! Schau, dass du Land gewinnst! Schau, dass du Land verkaufst! Er verschafft dieser Folge eine gewisse Exklusivität, da er bisher nur in Folge 80 zu hören ist. Dann haben wir die einzige Frau in diesem Hörspiel, Cosma, die eine ziemlich kompetente Ufologin mimt. Wir erfahren nur, dass sie in einem Verlag arbeitet. Aufgrund ihrer überzeugenden Rolle als Cosma, die Ufologin, kann man annehmen, dass sie in diesem Verlag selbst als Autorin tätig ist und dabei viel Kreativität mitbringt. So schaltet sie am Ende auch blitzschnell und versucht, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Jedoch lässt sie damit auch ihre Komplizen im Stich, was nicht gerade für ihren Charakter spricht. Später ist sie noch einmal in Folge 136 und das versunkene Dorf als Cassandra Wilcox zu hören. Auch sie hat in Geheimakte UFO ihr Debüt. Und das gleiche trifft auch auf Gerhard Hinze zu, dem Sprecher von Wladimir Contreras. Dieser begleitet uns noch in mehreren weiteren Folgen. In Folge 103 Das Erbe des Meisterdiebes, 122 und der Geisterzug, 133 Der Fels der Dämonen, 156 Im Netz des Drachen und auch 159 Nacht der Tiger. Über Wladimir Contreras erfahren wir, dass er selbst nie an die von ihm in den Büchern aufgestellten UFO-Theorien geglaubt hätte. Jedoch war die positive Resonanz darauf so groß, dass er sich entschied, sich auf dieses Thema zu spezialisieren. Ähnlich wie Roger Carpenter befindet er sich offenbar in einer finanziellen Notlage, was ihn auf die Idee brachte, dieses Medienspektakel zu veranstalten.
halten. Die Leistung der Hauptsprecher ist auf gewohnt hohem Niveau. Ich würde aber dennoch die Leistung von Jens Wawrzyczek besonders hervorheben. Die Szene mit Peters verschwundener Brieftasche sowie das Auftauchen und Verschwinden des Videobandes lassen den Charakter Peter Shaw wirklich in all seiner herrlichen Hysterie erstrahlen. Und das erfordert schon einiges an Sprecherkunst. Im Büro, glaube ich. Quatsch, nicht deine Tante, meine Brieftasche! Sie ist verschwunden! Bargeld, Schülerausweis und die Leihkarte für die Bibliothek, alles ist weg! Musik und Effekte sind ein interessanter Punkt in dieser Episode. Üblicherweise haben wir bei der Zwischenmusik eine Mischung aus typischer, ich nenne sie jetzt mal Europamusik, die immer wieder in verschiedenen Folgen zu hören ist. Viele Folgen verfügen dazu aber noch über exklusivere Musikstücke. Und die ist bei Geheimakte UFO sehr passend gewählt. Die Neuauflage von der bedrohten Ranch wurde ebenfalls damit bestückt, genauso wie Jahre später auch Folge 162 und der schreiende Nebel, in der ebenfalls die Existenz von Außerirdischen ins Spiel kommt. Dann haben wir die sanften Klänge, die ertönen jedes Mal, wenn das UFO in Erscheinung tritt. Ein UFO sollte für gewöhnlich keine Geräusche machen und laut Roger Carpenter kann man den versteckten Rotor aus der Ferne auch tatsächlich nicht hören. Dennoch verdeutlicht diese akustische Untermalung dem Zuhörer die Präsenz des unbekannten Flugobjekts und diese liebliche Melodie passt, wie ich finde, auch genau in die Szenerie. Was ich jedoch nicht so gut verstehe, sind die Soundeffekte im Hintergrund, als die drei Detektive bei der Orangenplantage sind. Erst hört man jemanden mehrmals pfeifen, später höre ich ein unheimliches Brüllen. Dieses Brüllen ist mir auch aus anderen Folgen bekannt. Es kommt auch in Folge 94 und das schwarze Monster vor. Vermeintlich von einem unheimlichen Untier. In Folge 80 wiederum hören wir dieses Geräusch einfach mal so im Hintergrund als Waldgeräusche. Nach kurzer Recherche gehe ich davon aus, dass es ein Bär sein soll. Stichwort Fehler. In vielen Folgen kommen viele Fehler vor. In Geheimakte UFO halten sich diese jedoch weitgehend zurück. Es gibt dabei jedoch einen so signifikanten Fehler, dass ich ihn eigentlich ja schon fast gar nicht erwähnen brauche. Peter scheint kein Fotopapier kaufen zu können, da am Folgetag Sonntag ist. Wie gesagt, ich war 10, als ich die Folge zum ersten Mal hörte und schon damals wusste ich, dass die Geschäfte in den USA auch an Sonntagen geöffnet haben. Reg dich nicht auf, ich werde gleich morgen neues Fotopapier kaufen. Morgen ist Sonntag. Ja, dann eben übermorgen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Geschäfte rund um die Uhr geöffnet haben in allen Staaten der USA und das auch noch 7 Tage die Woche. Jedoch, wenn ein Geschäft einen Ruhetag hat, wird es dann wohl eher einen Wochentag dafür wählen als den verkaufsstarken Sonntag. Zumal der Chef seinen Mitarbeitern sonntags auch nicht etwa höhere Zuschläge zahlen muss, wie etwa in Deutschland. Dann haben wir eine Ungereimtheit kurz vor der Auflösung. Justus Jonas fragt den zu dieser Zeit noch nicht enttarnten Mann in Schwarz, ob er dafür verantwortlich sei, dass ihnen das Videoband gestohlen wurde. Dies gibt er auch ohne weiteres zu. Ja, warum auch nicht? Schließlich ist es ja die Aufgabe der Männer in Schwarz, Beweise für die Existenz von Außerirdischen verschwinden zu lassen. Daraufhin kombiniert Justus Jonas, dass dies wohl geschehen ist, damit es von der Polizei und Presse nicht gleich als Fälschung enttarnt wird. Damit behauptet er also, dass alles nur Fake ist. Eine zu erwartende Reaktion von Wladimir Contreras wäre jetzt Verunsicherung oder auch Enttäuschung gewesen. Stattdessen gibt er dem ersten Detektiv aber ohne weiteres Zögern recht mit dem Wort richtig. Ansonsten haben wir noch einen sehr merkwürdigen Schnitt, das heißt, der Schnitt ist selber ist gut gemacht, also eben nahtlos. Aber offenbar sind 2 Aufnahmen von Igmar Frenzen zusammengeschnitten worden, bei denen er aus unterschiedlichen Distanzen ins Mikrofon gesprochen hat. Ich habe gar keine Tochter. Wir haben Carol Carpenter nur erfunden. Ihr solltet glauben. Ja, plötzlich klingt die Akustik ganz anders. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Meine Vermutung, alle 6 Protagonisten haben zusammen im Studio gestanden und ihre Rolle gespielt. Bei Igmar Frenzen hat sich dabei ein Fehler eingeschlichen, der nachträglich von ihm korrigiert werden musste. Dabei war er dann aber eben alleine im Studio und stand näher am Mikrofon als vorher. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber durchaus plausibel. Thema Wissenswertes. Neben den bereits erwähnten Sprechern, die in Geheimakte UFO ihr Debüt geben, haben wir auch noch weitere Neuerungen, die mit dieser Folge Einzug in das Universum der 3 Fragezeichen erhalten haben. Computer gehörten ja schon längere Zeit zur Ausstattung der 3 Detektive. Jetzt kommt also das erste Mal das Internet ins Spiel. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was in den verbeulten Wohnwagen der 3 alles reinpasst. Wer in Folge 10 und die flüsternde Mumie gut zugehört hat,
weiß, dass die Jungs in ihrer Zentrale sogar ein kleines Labor haben. In Folge 80 wurde dies seit langem mal wieder aufgegriffen und das erste Mal erfährt der Hörer nun auch Details über die Dunkelkammer. Im Buch wiederum wurde häufig schon von Anfang an beschrieben, dass die Zentrale über ein kleines Labor samt Dunkelkammer verfügt. In der Hörspielreihe jedoch ist das erste Mal in Folge 45 das Gold der Wikinger von einer solchen Kammer die Rede. Hier jedoch ohne weitere Erläuterung. Im weiteren Verlauf der Serie spielt sie jedoch keine übermäßige Rolle mehr, vor allem da sie bereits zwei Episoden später, in Folge 82, die Karten des Bösen schon fast überflüssig wurde. Hier ist nämlich das erste Mal von Digitalkameras die Rede. Dennoch scheint sie wohl noch bis heute zu existieren. So war sie laut Erzähler in Der Dreitag noch immer Bestand der Zentrale, sowie in der Sonderfolge Geisterlampe. Kommen wir nun zum Fazit. Das war soweit alles, was mir zu diesem Hörspiel einfällt. Eine Wertung fällt mir hier nicht leicht, da es wie gesagt früher wirklich meine Lieblingsfolge war, ich das Ganze heute aber deutlich nüchterner sehe. So würde ich Geheimakte UFO so zwischen akzeptabel und gut bewerten. Vielleicht wäre akzeptabel auch die passendere Wertung, da mir das UFO-Genre aber sehr gut gefällt und auch definitiv gutes UFO-Feeling aufkommt, kratzt die Folge schon an einer guten Folge, zumindest für mich. Da ich sie wahrscheinlich schon an die 200 Mal gehört habe, kann ich leider kaum bewerten, ob es eine Episode ist, die man immer wieder hören kann. Für mich war es das einmal, allerdings habe ich mich heute schon wirklich dran satt gehört. Trotzdem freue ich mich schon darauf, dieses Hörspiel irgendwann mal zusammen mit meinem Sohn hören zu können. So, das war es dann soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und ich hoffe vor allem, dass diese Art von Videos hier was für euch ist. Ich möchte damit in erster Linie Fans der Serie ansprechen, die meistens ja die Folgen bereits kennen und so nochmal ihre alten Klassiker in einem neuen Licht erstrahlen lassen, um nochmal Lust auf diese alten Episoden zu machen, die man vielleicht schon lange nicht mehr gehört hat. Ein paar weitere Videos sind schon in der Mache. Wenn ihr also Lust darauf habt, dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und auf einen kleinen Daumen nach oben. Und an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass auch ein lustiger neuer Zusammenschnitt in der Produktion ist. Zu einem Veröffentlichungszeitpunkt kann ich mich hier allerdings noch nicht äußern. Ja, ich stecke da gerade ein bisschen fest. Aber so 8 Minuten, 9 Minuten sind, glaube ich, schon fertig. Okay, wir werden sehen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Auf Wiedersehen.